Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Linux, die Position eines Fensters herausfinden. Manchmal ist es vielleicht notwendig, dass man die Position eines Fensters kennt, für irgendeine Anwendung oder irgendein Skript. Und dafür gibt es das Tool xwin-info. Man gibt ein xwin-info, Enter, und klickt das jeweilige Fenster an. Dann wird die Position geliefert und andere Informationen werden ebenso angezeigt. Ebenso kann man das auch in der Kommandozeile mit -name und -id erledigen. Und zwar gibt man dann mit -name den Fensternamen an. Der steht hier jeweils ganz oben im Fenster. Das wäre hier zum Beispiel Terminal. Um jetzt die Position herauszubekommen, gibt man ein xwin-info-name und dann eben Terminal. Mit wmcontrol, wmctrl-l. Wobei das Tool wmcontrol mittels Paketmanager nachinstalliert wird, werden alle vorhandenen Fenster angezeigt mit Name, der Name steht dann jeweils ganz hinten, und mit der ID. Mit der ID kann man ebenfalls die Position des Fensters bestimmen, indem man eingibt xwin-info minus ID und dann kommt eben die ID. Jetzt zum Beispiel mal von dem Fenster Firefox 0x02C0008E. Die steht ganz hier vorne. Dann Enter. Dann werden die jeweiligen Informationen zu dem Fenster angezeigt, ebenso die Position. Und dann gibt es noch die Eingabe wmcontrol-l-g. So werden alle Fenster angezeigt oder aufgelistet und die Geometrie gleich mit. Und ganz zum Schluss, ebenso kann man jetzt noch zum Beispiel jetzt über ein Tool das Ganze erledigen, zum Beispiel mittels Simple Screen Recorder. Einfach Tool starten und jetzt hier einen Bereich aufnehmen, Record, und dann ein Fenster auswählen, Select Window, Fenster auswählen, und dann werden hier die Koordinaten angezeigt. Das war Josef Paul von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!